Warning. The following video is a parody. This contains content and/or language, which may be unsuitable for younger viewers. Viewer discretion is advised. Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Und da euch ausgerechnet Fegelein! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Ein paar Vanille-Faultmates! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Die anderen! Ja, 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 ja! Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Sie ist ohne Ehre! Nur wenn sie den hellen Tod sterben wollen. Verrat! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut!